Sie glauben, Sie haben es überstanden. Nein, es gibt noch eine Sache, die auf Sie hierbei, ich stelle mich, wartet eine letzte Prüfung. Schon als Teenager ist Hugo Egon bald ein fast professioneller Drummer. Er tritt in angesagten Clubs auf, begleitet sogar Sammy Davis Jr. bei einem Konzert in München. 1966 gründete der 16-Jährige die später legendäre Rockband Birth Control. Seit den frühen 60er Jahren hat Balder nur ein Vorbild. Pete York, Drummer der britischen Erfolgsgruppe Spencer Davis Group. Mit Hits wie Keep on Running oder Gimme Some Lovin' erlangt sie Weltruhm. Heute treffen sie in einem lange überfälligen Drum-Battle aufeinander. Hugo Egon Balder versus Mr. Pete York. Und ja, wir haben Pete York hier. Herzlich willkommen, Pete York. Leck mich am Arsch. Hey. Aber das ist ein Great. Kommen Sie ruhig ein Stückchen näher. Pete York, eine Legende in unserem Studio. Er ist ein großes Vorbild für Sie immer. Er ist der größte Drummer, den ich bis jetzt gesehen habe. Und Sie haben sich auch schon mal, Sie wissen aber, der Mann lebt ja in Deutschland. Ich weiß. In Deutschland. Warum eigentlich? Ich weiß. Warum? Ich habe eine wunderschöne, liebe Frau seit 40 Jahren aus München. Okay. Und wieso ist dieser Mann für Sie ein Vorbild? Weil ist das, was Sie an ihm fasziniert? Ich bin ja ein altes Kind der 60er Jahre und es gab ja damals Gruppen wie zum Beispiel Spencer Davis. Ah. Und er war der größte Drummer, den ich je gesehen habe. Ist er immer noch. Und ich habe vor kurzem noch eine DVD gesehen, Spencer Davis Live in Manchester aus dem Jahre 2002, glaube ich, war das. Ja. Da macht er ein Schlagzeugsolo bei einem Moment. Das ist unfassbar. Das kriege ich noch nicht mal hin, wenn ich die nächsten 200 Jahre übe. Das kriegt keiner hin. Das wollen wir mal sehen. Wir haben, wie Sie sehen, zwei Schlagzeuge aufgebaut. Pete York hat zugestimmt. Was wir jetzt haben werden, ist ein Drum Battle. Das heißt, Pete York am Schlagzeug, Sie am Schlagzeug. Darf ich Sie mal bitten, Pete York, an einmal das weiße Schlagzeug. Hugo Egon Balder an das rote Schlagzeug. Du Scheiße. Ja. Wir wollen wissen, was Sie noch drauf haben bei Pete York. Wissen wir, der ist ja unterwegs auf Tour, unter anderem mit Helge Schneider. Dass Sie es können, wissen wir schon. Ja. Wir wollen wissen, was Hugo Egon Balder kann. Ja, lange nicht mehr. Ein Drum Battle heißt, Sie beginnen bitte und Sie schauen, wo Sie einsteigen können und wie Sie damit korrespondieren, was Pete York hier so macht. Ja, Pete, be careful, I'm an old man. Yeah? Ja. Me too. Okay. Und irgendwann mal komme ich dazwischen und wedel hier mit den Karten, dann sollen sie quasi zum Ende kommen. Okay. Aber wir freuen uns jetzt erst einmal auf das Drum Battle. Okay. Pete York, Hugo Egon Balder. We play a little together. Okay. Yeah. Four bars. Okay. Me four, you four. Okay, here we go. Danke fürs Zuschauen und Ihnen zu Hause auch. Bis zum nächsten Mal bei Ich stelle mich.